Herzlich willkommen zum 11. Adventskalender-Türchen. Hier der Eventkürbis mit dem Door-Opener 3000 oder immer noch 30 bei mir, aber gut. Du hast die Ehre, ihn zu betätigen. Und die Tür geht auf. Sehr schön. So, wir sputen uns, damit wir schnell hier durchkommen. Und ja, dann mal sehen, was uns da erwartet. Ah, du bist hängen geblieben. Ja, komm schon, einhol, ich hol dich ein. Ich glaube, bei mir leckt es einfach gerade. Nein, nein, ich bin am Boot hängen geblieben. Komm schon. Komm schon, komm schon. Ich muss die Tür öffnen. Ah, also, da ist das Riesenfragezeichen und jetzt hast du die Ehre und mach die Tür auf. Wie? Ich hab gedacht, du hast das vorbereitet. Ja, ich wusste nicht, was ich bauen soll. Ja, wie, du weißt nicht, was du bauen sollst. Ja, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich gehe in den Schrank der Schande. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. Das ist mal so, ich habe doch kein Fragezeichen, weil ich weiß, was ich bauen soll. Aber ich glaube, viele wissen das nicht, wie man was bauen soll. Oder was man bauen soll, oder was, ne? Kann sein. Ich fühle mich schlecht. Na, wie kommst du denn auf Ideen? Oder wie bereitest du dich vor? Ich mach zum Beispiel die Tür erstmal zu, damit sich zieht, weil, ja. Nee, ich höre Musik. Musik kann ganz inspirierend sein. Also natürlich Musik, die zu mir passt, oder die Musik, die man halt mag. Oder man spielt irgendwie ein cooles Spiel, was halt, zum Beispiel ein geiles Mittelalter-Game, so wie Skyrim oder so. Was guckst du mich so an? Na, ich guck dich so an, weil ich gerne Inspiration von anderen Spielern, nicht klauen, nein, nicht klauen, sondern gerne mit jemand anderem zusammenspiele, so diesen Kürbiskopf hier drüben. Und dann kommen ja immer blöde Ideen raus, die eigentlich immer extrem klein Meist waren sind, und dann man riesig tauscht werden. Ideen aus. Oder man tauscht irgendwie Ideen aus oder so. Mit so einem Dickschädel wie mir halt. Ja, Dickschädel, also allgemein auch miteinander bauen ist, glaube ich, die beste Medizin für, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Weil zusammen hat man immer mehr Ideen und wenn man eine Idee hat, kommt der andere auch durch die Idee auf eine noch bessere Idee oder auch nicht. Aber ich richte mich auch gern irgendwie an Bildern oder so oder an Illustrationen in irgendwelchen Büchern. So habe ich dann mal probiert, so kleine Herausforderungen irgendwie umzusetzen. Ich habe zum Beispiel das Krantor aus Danzig nachgebaut und das in schräg. Ist auch ein bisschen komisch, aber gut. Dann. Ja, die Werft, ja, die ich gebaut habe, hatten wir auch vorher im Internet geguckt nach Bildern. Haben wir ein ganz schönes gefunden und das hat mir gefallen. Da dachte ich, ja, das gefällt mir, das bauen wir mal nach. Ach, du läufst auch gerade ein bisschen herum. Ein Kloster habe ich auch nachgebaut und ja, so kann man ganz viele Sachen eigentlich rausbekommen. Aber wie schaffst du das eigentlich nur so gut zu bauen? Jetzt kein Lob, sondern... Achso, ja, nee, ich will auch gar nicht gelobt werden. Du meinst, wie ich das geschafft habe, bis es soweit war? Ja, ich habe halt viel rumprobiert. Ich habe am Anfang auf YouTube immer Tutorials geschaut. Habe immer rumprobiert, bla bla bla. Hab dann versucht, mich immer weiter zu verbessern. Hab dann aus dem Nachgebauten immer irgendwann meinen eigenen Stil rausgekriegt. Und hab dann zum Glück, irgendwann bin ich dann auf Herbstlande gekommen. Dann war halt das Glück, dass ich mich mit anderen halt austauschen konnte. Zusammen Dinge gebaut haben und dann ging es ja schon noch bergauf und hab mich halt stetig verbessert. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich irgendeinen öffentlichen Server zu suchen oder so. Oder irgendwie, wo man miteinander bauen kann. So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe auch erst probiert, Sachen nachzubauen und umzubauen, zu verbessern, jeweils auf meine Art irgendwie das zu verbessern. Und jetzt, ich sage schon mal, Ideen abzuschauen, wirklich abzuschauen, die irgendwie versuchen, in meine Richtung umzuändern und ja, zu verbessern. Oder in meine Richtung so, dass es mir gefällt. Also so gibt es auch viele Sachen, hier zum Beispiel Möbel, ja, ist halt immer so eine Sache, das ist schwierig. Habe ich auch von vielen Leuten Inspirationen so gefunden, aber auch so von anderen Sachen, von Conquest aus der 1.7. Die haben ja diese ganzen Metadaten und da haben die dann auch Wäscheleinen und so und dachte ich mir, wie schafft man das denn in normalen Sachen also in normalen Minecraft reinzubekommen? Dasselbe geht natürlich auch mit echten Sachen, wenn man jetzt so versucht, irgendwie Sachen aus dem echten Leben irgendwie umzuändern in Minecraft. Das ist immer eine Herausforderung, meiner Meinung nach so. Auch so klein zu bauen. Und ja, klar, man hat ja auch immer so, ja, gut, was halt auch wirklich groß ist, ist realistische Vorbilder, Marktstelle allgemein, mittelalterliche Thema ist zum Beispiel eigentlich alles ein echtes Vorbild, weil
Warte mit Lallisch. Ach, Grissel, ich weiß nicht, da hinten habe ich so FPS ein Brüche gehabt, das ist unglaublich. Ich bin auch stehen geblieben. Naja. Aber hier Möbel hat, wie gesagt, ich meine, einen Stuhl baut man auch so wie einen Stuhl in echt. Ja. Genau wie einen Tisch. Und man hat ja irgendwo. In Bezug immer, zur Realität. Sein Vorbild. Genau. Das ist immer ganz groß irgendwo. Von daher, ja. Das ist halt auch sowas, was wirklich inspirativ ist. Was halt auch wirklich helfen kann, ist manchmal einfach mal Videos von anderen zu gucken, mal gucken, was die so machen. So und auch mal, also nicht direkt Ideen klauen, aber ich sag's mal so, die Idee zu klauen, zum Beispiel Grissel baut jetzt ein Boot und ich denke, oh, ein Boot, das habe ich auf meinem Kanal auch schon längst mal gebaut, ich baue auch ein Boot, ist das nicht weiter schlimm. Es wäre nur dann schlimm, wenn ich genau das gleiche Boot oder nur ein bisschen abändern, das würde auch nicht gehen. Also, oder halt, ja, oder wenn man halt jetzt sagen würde, also, ich bin jemand, ich sag eigentlich, mir tut es nicht in der Seele weh, wenn ich jetzt sag, ja, gute Idee, stammt ursprünglich von XYZ, das ist mir dann ziemlich egal, ich guck einfach, dass das, aber solange man halt aus der Idee wieder was Eigenes macht, also andere Ideen, wieder so sein eigenes. Also ich hoffe, dieses riesen Fragezeichen, was den meisten irgendwie, das bekommt man oft hier auf Servern zu sehen, was soll ich bauen, oder wie auch soll hier, ich bauen, hast du Ideen zu bauen? Also haben schon gefragt, was soll ich bauen? Und da sagen ich und Baldassar immer, wir sagen euch nicht, was ihr bauen sollt, ihr sollt irgendwas bauen. Und wir brauchen noch hier Leute, die halt auch ein bisschen kreativ sind. Ne? Also in der Kurzfassung, es gibt ungefähr 3 Möglichkeiten, wie man dieses Loch, dieses Fragezeichen füllen kann. Durch Freunde Inspiration finden, durchs Internet, durch Recherchen. Ich mache da zum Beispiel, dass ich versuche, das möglichst realistisch zu halten und mich darüber informiere. Oder Anregungen durch Bilder, andere, sagen wir jetzt mal YouTuber, durch Videos zu finden und einen eigenen Stil im Laufe der Jahre oder Monate zu entwickeln und fortzuführen. Ja. Das war es eigentlich, was ich dazu zu sagen habe. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie eine Frage hast, was du jetzt erzählen kannst. Das ist jetzt noch was Schlimmes. Was soll ich bauen? Ja. Oder noch eine bessere Frage, was machen wir im nächsten Tisch? Ich weiß nicht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja, fragen wir doch mal unsere Zuschauer. Ja. Ja gut, wir werden mal sehen, was im nächsten Video ist. Also bis jetzt steht da nur eine leere Kammer. Vielleicht steht ja in der nächsten Folge was anderes. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge, also im 12. Türchen. Das soll jetzt wirklich nur was, so ein Let's Talk sein, so ein bisschen über die ganze Thematik reden. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, aber jetzt nicht, was soll ich bauen, sondern irgendwelche anderen Fragen, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, in die Kommentare damit. Wir antworten 100%ig und versuchen da irgendwie euch zu helfen. Das war's von mir und vom Aventus. Und vom Dickschädel auch. Tschüss. Tschüss.